Gründlich, zuverlässig, bequem, sicher und preisbewusst. Wir sind immer für Sie da. Übrigens, Minicab fahren können Sie auch Bargeld los. Ferienmann-Geschichten, dafür sind wir auf den Rhein gegangen. Martin Schwitter, du hast das Buch geschrieben, Ferienmann-Geschichten. Jetzt, um was geht es denn genau in diesem Buch? Sind das Geschichten von oder über den Ferienmann? Und woher kommen die? Also grundsätzlich gibt es ja auch noch Ferienfrauen, nur so nebenbei bemerkt. Es ist gerade eine hier im Häusli. Oder es sind Geschichten über einen Ferienmann. Also es sind eigentlich Begebenheiten, die der Ferienmann erlebt auf der Ferie. Und das einfach in Geschichtsform und auf Baseldeutsch geschrieben. Jetzt bist du ja aber nicht wirklich ein Ferienmann. Wo hast du denn die Geschichten aufgetrieben? Hast du dich da informiert oder ist das schriftstellerische Freiheit? Ich könnte natürlich jetzt sagen, ich habe sie aus dem Rhein gefischt. Stimmt natürlich überhaupt nicht. Nein, es sind erfundene Geschichten. Halbers erfundene Geschichten, weil sie haben alle einen Bezug zu einem Thema, das einmal an einem Stammtisch beredet worden ist. Das heisst, es wird so das Thema aufgegriffen und in einer Ferienmann-Geschichte verpackt. Jetzt hast du uns vielleicht ein Müsterli, damit man ein bisschen weiss, was in diesem Buch auf einem zukommt. Also ich könnte zum Beispiel sagen, das vom Grosspapi, das ist der Titel von einer dieser Geschichten. Da geht es darum, dass auf der Fähre ein Bub an der Herbstmesse den Ballon verliert. Und normalerweise ist das ein grosses Geschrei und so. Und der Ferienmann sieht dann aber, dass das Büble überhaupt nicht grint und gar nicht heult und nicht. Und dann hört er, wie das Büble zum Mami sagt, weisst, jetzt hat der Grosspapi im Himmel auch ein bisschen Herbstmesse. Und natürlich die halbe Fähre muss fast heulen vor lauter Rührung. Ja, das ist zum Beispiel so eine Geschichte. Also richtig herzige Geschichten sind da drin. Wie viele sind es und wo findet man das Buch überhaupt? Also es sind 14 Geschichten jetzt hier. Ich habe noch mal etwa dreimal so viel auf die Lager. Findet euch das Buch in jeder Buchhandlung. Oder bei mir am Spalenberg im Büro kannst du es auch holen. Jetzt hast du gesagt, es gibt noch viel mehr Geschichten. Also kann man dann mit einer Fortsetzung rechnen? Darf ich es verraten? Ja. Ja, es wird sicher noch ein weiteres geben, weil das Büchli war eigentlich ein Versuch mit dem Verlag, mit dem Lücke Verlag. Und das ist hat so rissenden Absatz gefunden. Das ist mittlerweile die zweite Auflage in der Druckerei. Irgendwie die Basiliensis-Bücher, die sind gefragt und es gibt sicher noch mal eins. Was haltet denn Fairy Mann oder Fairy Frau davon? Am besten fragst du gerade selber. Also eine Fairy Frau, weil da oben eine Aushilfsferienfrau, die hat mir schon eine Rückmeldung gegeben und hat es ganz herzig gefunden. Und sie hat es sogar auf der Ferie dabei. Also, ein wundervolles Buch, eine tolle Geschichte, um sich auch einteilen über Wochen hinweg, jeden oben eigentlich ein Bettmümpfchen, gell? Genau. Und dann hoffe ich, du kommst nachher mit dem zweiten Teil. Hundertprozentig, merci, wie immer, gell?